Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Nemesis. Die liebe Jill ist mit einem Virus infiziert. If I turn into a zombie, don't hesitate. I want your word that you'll kill me. Hat er gerade ihrem Hintern gelauscht? Also Carlos, ich weiß ja nicht, du bist ja ein Macho, aber... Na, auf jeden Fall, wir brauchen einen Antivirus für Jill. Müssen irgendwas finden, das sie heilt, denn... sonst wird sie zu einem Zombie werden, habt ihr ja gehört. Oh Gott. Oh Gott. Ja, und der Helikopter ist hier eingeschlagen in der Kirche und hat einiges verändert. Jetzt hänge ich da auch noch fest. Aber nicht zum Guten, so wie ich mal annehme, denn jetzt sind hier überall frische neue Zombies. Was heißt frisch? Die sehen jetzt auch nicht so frisch aus, oder? Oh nee. Was habe ich denn eigentlich? Oh, ein Maschinengewehr, eine Pistole und drei Farbbänder. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hier, aber... Ich glaube, alles, was wir mit ihm finden, kriegt dann Jill später, oder? Stirb, stirb, stirb. Tanz. Tanz. Oh Mann, wie viel habe ich denn jetzt? 17 schon. 17% für dieses bisschen hier, diese Zombies abballern. Das ist ja geil. Mann, Mann, Mann. Nichts im Kamin. Weiß nicht, finde ich hier überhaupt was mit ihm? Ist hier was mit Carlos? Ich glaube es nicht, oder? Ja, ich sagte ja... Dass ich denke, dass Jill die ganzen Sachen bekommt, die ich jetzt mit Carlos finde, aber so viel ist das wohl nicht. Und, ein ungläubiger Gesichtsausdruck beschreibt seinen letzten Moment. Naja, wahrscheinlich hat er das nicht geglaubt oder dran gedacht, dass er jetzt hier krepieren wird, der arme Kerl. Liegt hier aber nur was? Nur Bilder. Da ist auch nichts mehr. Naja. Oh, seht mal, der Heli hat alles kaputt gemacht, jetzt geht's nicht mehr aus dem Vordereingang raus und die Treppe ist auch zerstört worden. Eieieiei. Ich hoffe mal echt, das läuft, weil ich weiß es gar nicht mehr, wie es mit Carlos hier war. Oh, was ist das? Spideys! Mini-Spideys, beziehungsweise immer noch riesige, aber trotzdem Mini-Spideys. Oh. Jeder mag Riesenspinnen. Oh nein. Nein! Alter, nicht ihr. Bitte nicht ihr. Diese verdammten... Weißt du, die hauen mich auch noch, wenn sie während sie runterfallen. Das ist... Boah, diese Dinger, die machen mir irgendwie voll Angst. Ich weiß auch nicht, warum. Kommt hier noch was? Ich glaube nicht, oder? Okay. Ach ja, mit ihm kann ich die Glocke verschieben. Guck mal, das sieht aus, als wäre das gar nichts für ihn, ne? Ist also schon so ein kleiner Kraftprotz, der gute Carlos. Eieieiei, Kinder, Kinder, Kinder. Hab ich so ein bisschen Bammel gerade, ne? Oh, hi. Die Knusperbande ist wieder da. Kannst du mal vielleicht wegbleiben? Oh oh. Nicht so schnell machen, bitte. Ich will, dass die da hinten noch mit dazukommen zur Party. Hallo? Nee. Yes. War das gut oder war das gut? Das war sehr gut. Alle tot. Geil. Und nur 8 Schuss dafür verbraucht. Für 4 Zombies, ne? Muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen. Gibt's hier noch was? Nee. Das Raccoon Hospital. Davon haben wir schon gelesen, dass sich hier ein Prototyp des Gegenvirus befindet. Oder sagt man Antivirus? Naja. Wahrscheinlich eher Anti. Boah, das ist ja auch nur die lateinische, das lateinische Präfix für gegen, oder? Also egal. Ein fest aussehendes Gitter. Oder ein sturdy, ein stabil aussehendes Gitter ist darunter gelassen worden. Oh nein, Leute. Alter, nein. Keine Hunter, bitte. Dreckvieh. Und da kommt noch einer. Dreckviecher. Alter Schwede, wie ich die hasse. Okay, ich habe einen neuen Lieblingsfeind. Das sind nicht die komischen Käfer, sondern das sind die hier jetzt. Sind das Doktoren? Auf jeden Fall sind sie ein bisschen tot, ne? 2 rote Kräuter, na, die nehme ich mal mit. Und nur noch 71% für das Maschinengewehr. Ich weiß nicht, ob das so reichen wird. Ich hoffe es doch mal. Ich muss ein bisschen haushalten. Er zuckt nicht so. Muss ein bisschen haushalten. Alter Schwede, habe ich hier Schiss, ne? Oh Gott. Safe Room? Safe Room. Und wir haben 2 Plätze weniger. Hätte er mal die Tasche lieber selbst behalten, oder?
Also sage ich jetzt nur so, ich meine, muss er ja nicht, aber... Ist schon nett von Carlos, dass er das Jill gegeben hat. So. Packen wir erstmal alles hier rein. Und das Ink Ribbon brauche ich auch nicht, den Rest behalte ich mal. Verschiedene Medizin... Also verschiedene Medikamente sind hier platziert. Na gut, speichern brauche ich jetzt nicht, so schlimm ist es ja noch nicht. Aber trotzdem... Oh Gott, diese roten Hunter, du... Ich weiß nicht, wo was ist. Ich weiß nicht, wo was ist. Ja, nehmen wir mal mit. Ich glaube, die können mich nämlich auch noch vergiften zum... allen Übel hier. Zu allem Übel. Sein Genick wurde von innen nach außen gerissen. Also es wurde rausgerissen quasi, ne? Dass wir uns da nicht falsch verstehen. Ich meine, ich würde mich jetzt freuen über diese Handgun Bullets, aber er schießt so langsam. Ein Audiorekorder. Ein Tape. Was haben wir denn hier? Da ist gar nichts mehr, ne? Ja, nicht ausgetrunkener Kaffee. Oh. Ich würde den sogar kalt saufen. Muss ich jetzt nicht benutzen. Ja, ein stimmgesichertes Schloss. Ja, klar. Bitte benutzen Sie Ihre Stimme. Meine wird wohl nicht funktionieren. Just below the elbow. Ja, wie gut, dass wir gerade zufällig hier ein Diktiergerät finden und mit dem Aufzug fahren können jetzt. Was machen wir denn? Vierter Stock oder Kellergeschoss? Wir gehen in den Keller. Obwohl ich eigentlich lieber von oben nach unten anfange, aber ich glaube, hier macht es Sinn, wenn wir unten anfangen, oder? Ach, Kinder. Was? Hand Trucks and Old Observation Devices. Handschuhe? Hand Truck? Oh, meine Fresse. Hier ist es viel zu ruhig im Keller, ne? Viel zu ruhig ist es hier. Ich finde das übrigens einen recht coolen Abschnitt mit Carlos, dass er so seinen eigenen kleinen Teil hier spendiert bekommt. Breakers und Flasks, ja. Leute. Ich weiß, dass hier jeden Moment irgendwas kommen kann. Und ich habe so ein bisschen Bammel davor, ne? Ah! I had no idea. Another guinea pig was still alive. What are you doing? Have you lost your mind? Sometimes it's easy to forget one's loyalties. Just like that traitor. You mean the guy who shot you? Yeah, you know him. The one with the gray hair and the ugly mug. I can't believe he had the guts to shoot me. That traitor! You mean Nikolai? Oh Mann. Ja, Nikolai, genau der. Okay, das war's wohl. Warum auch immer der den Safe jetzt öffnen wollte. Aber er ist tot. Ach ja, Nikolai, Nikolai, Nikolai. Das haben wir doch von Anfang an schon gemerkt, dass der nicht ganz so sauber ist, oder? Seht ihr das in den Tanks? Ja, ihr seht's. Ihr wisst, was das ist. Was haben wir denn hier? Eine Medium Base. Eine Medium Base. Noch sind die an ihren Gefäßen, aber... Ein hochtechnisches Mikroskop. Also ein, ne? Wie sagt man da? Ein Mikroskop halt. So, Medical Instruction Manual. Umbrella Medizinischer Service, nordamerikanische Abteilung, Douglas Rover. Um die Synthese zu aktivieren, müssen Sie das Vakzin kultivieren. Bitte folgen Sie den Anweisungen. Erstens, genug Energie auf das System umleiten. Zweitens, die Medium-Basis in das Gerät eingeben. Wenn das Gerät bereit ist, dann können Sie anfangen, das Vakzin zu mischen. Um das Vakzin zu mischen, müssen Sie 5 Hebel kontrollieren. Diese werden die 2 Mischungen erhöhen und senken. Wenn Sie die 2 Mischungen genau in der Mitte halten, wird das Vakzin automatisch produziert. So ungefähr. Also ganz einfach, wie immer. Resident Evil Rätsel.
Ja, sieht aus wie ein elektrisches Stromversorgungsnetz. Oh ja, wunderschön. Und dann lassen wir erstmal die Flüssigkeit aus den Tanks. Warum auch nicht? Die sehen aus wie Frösche mit ihren breiten Mäulern. Voll sexy. Ja, ein Synthetisierer für Chemikalien. Und wir können das Zeug hier reingeben. Diese Medium Base. So, ich würde sagen, wir machen erstmal... Aha. Warte, ich glaube, wir müssen im Prinzip nur eins von beiden unten umstellen. Hey, das war's schon. Ich bin so gut. Ohne es zu wollen. Oh ja, da haben wir das Zeug schon. Das Medium-Vakzin. Okay, na, ich habe ein bisschen Angst, ne? Oh ja, genau deswegen habe ich Angst. Seht sie euch doch an, diese Mistviecher. Ulelele. Die Tür hat mich mal wieder gerettet, seht ihr? Wie immer, die Türen retten mich. Die sind so gut zu mir, diese Türen. Schnell raus. Oder warte, ist hier noch was im Schrank? Oh, tatsächlich. Tatsächlich ist da noch was im Schrank. Warum auch immer ich jetzt gerade so viel Glück habe, aber... Naja, Glück, ne? Die hätten mich trotzdem erwischen müssen, die Viecher. Ich weiß nicht, ob hier was kommt. Ich werd so ein Schisser, du. Ich werd hier voll zum Schisser, Mensch. Ja, zum Glück kann hier nichts reinkommen. Immerhin bin ich da im Aufzug sicher, ne? So ein bisschen. Wir fahren den vierten, da habe ich noch nichts gemacht. Ja, es ist wirklich nur ein kleiner Abschnitt mit Carlos, wenn ich so drüber nachdenke. Ist eigentlich ganz... Oh nein. Ist eigentlich ganz nett gemacht. Schnauze. Aber die schimmeln ja schon richtig. Ich will sagen, die verwesen, weil... Ich meine, Menschen können schlecht verschimmeln. Die werden ja nicht schlecht, ist ja kein Obst oder so. Wir haben noch Obst im Haus. Ja. So. Ich sollte trotzdem ein bisschen sparsamer sein mit allem. Okay, 401, 402. Ich glaube, da muss ich später rein in diese Zimmer. Was haben wir hier noch? Und der Data Room. Data Room. Bitte versichern Sie sich, dass Sie alle Materialien zu Ihren originellen, ja, zu Ihren ursprünglichen Positionen zurückbringen, wegen der Inspektion. Oh ja, habt ihr schon mal Inspektion gemacht, oder? Ne, Bestandsaufnahme ist nicht lustig. Okay. Oh nein! Alter! Du Kackbratze! Ah! Alter, ich hab geschossen und... Wie ich... Okay, ich bin jetzt verletzt. Ich dachte schon, das hat ja ganz schön gedauert, ne? Dieses klackende Mistviech-Zeugs. Sickroom-Key. Okay. Und da ist noch ein Foto. Foto D. Zombies laufen. Da steht, der Effekt des T-Virus auf der Hinterseite. Ja. Zombies laufen. Das ist so deep. Was stand da? Unbekannte Kreaturen eingelegt in Formalin oder Formaldehyd, sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Na, diese Dinger hier bringen mir gar nichts, diese kleinen Bomben. Ich wusste ja nicht, dass die hier kommen, die Mistviecher. Aber hier noch? Gar nichts. Verschiedene Files eben über Viren und Vakzine. Verschiedene Akten. Es ist zu dunkel, um draußen was zu sehen. Ich glaube, wir müssen später nochmal her. Oder bin ich jetzt nur zu früh dort gewesen? Ah, ja. Kommt beides auf selber raus. So, jetzt muss ich erst noch hier ein bisschen schauen. Oh, hier brauchen wir den Schlüssel gar nicht. Ich dachte, den brauchen wir hier schon. Naja. Oh ja. Wunderschön. Du lebst doch noch. Tu nicht so, als wärst du tot. Bleib liegen. Der hat eben doppelt gestöhnt, kann das sein? Steh auf, du Penner. Ah. Macht er wahrscheinlich gar nicht. So.
Kann man den ganzen Spaß hier aufheben. Das grüne Kraut. Kombinieren, dann habe ich nämlich wieder einen Platz frei und kann das auch noch mitnehmen. Wunderbar. Eigentlich müsste ich ja direkt, wenn ich konsequent wäre, runter zur Kiste fahren. Aber ich glaube, ich werde gleich noch was los, oder? Ich glaube, ich werde gleich noch den Schlüssel los. Der Doc hat, glaube ich, auch noch was, oder? Ein Doktor hält einen Slip. Ja, nee, ein Streifen. 253 steht auf dem Streifen. Ein Slip. Ja, er hält einen Slip in der Hand. Sonst Ding von der Krankenschwester. Super sexy. Ja, der Sick Room Key. Gut, 253 war es, oder? Okidoki. 253. Nur wofür muss ich das jetzt benutzen, ist die Frage, nicht wahr? Arklay Mountains. Die Arklay Mountains, war das nicht in Resident Evil Zero? Weiß gerade nicht. So, wir mussten uns jetzt merken, wo das Teil steht. Das stand hier in der Ecke, glaube ich. Ja, das weiß man vorher nicht. Aber der Schrank, dieses kleine Regal hier oder was auch immer, das stand ja direkt neben dem Bett. Und da müssen wir es, glaube ich, auch jetzt hinschieben. Wie gesagt, das sagt einem keine Sau, ne? Schon ein bisschen fies eigentlich. Dass man hier erstmal drauf kommen muss. Und das war richtig. Aha. Hätte ich das jetzt nämlich falsch hingeschoben in die falsche Ecke, hätte ich, glaube ich, einen kleinen Stromschlag bekommen. Wäre nicht schlimm, aber ärgerlich eben. Yay. Und da haben wir das andere Mittel. Das Vakzin, die Base. Auch noch eine Base. Und wir haben das Vakzin. Damit hätten wir das Heilmittel für Jill und können, glaube ich, schon wieder gehen. Ja, seht ihr mal, das hat nicht mal ein Part gedauert hier bisher. Aber noch sind wir ja nicht da bei der lieben Jill. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass hier noch was kommt. Und deswegen werde ich das Maschinengewehr mal wieder nehmen. Okay, alles gut. Alles gut. Warte mal. Nee. Ich will nochmal... Kriege ich die Tür nochmal auf? Ich werde nochmal ganz kurz was schauen gehen, weil ich weiß nicht, ob das jetzt der Fall sein wird. Wenn ich hier hinten reingehe, dass sich was Neues tut. Weil das möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Dieses Ereignis. Nee, okay. Ach, ich glaube, wenn ich jetzt unten nicht gewesen wäre, wäre der kräftige junge Mann mit der Brille hier oben gestorben. Oder? Ich glaube, es kommt immer darauf an, wo man als erstes hingeht. Das ist ja immer so eine Sache der Random Events, von denen ich schon mal erzählt habe. Einerseits kann es unten passieren oder auch da oben. Dann gibt es manchmal andere Gegner und so weiter. So, wir waren zurück ins Erdgeschoss. Und da werde ich dann den ganzen Schlammmassel abgeben. Schnauze. Dreckigen Mistviecher. Ich sag euch, die kriegen mich hier nicht dran. Ich werde nicht draufgehen wegen denen. Das schwöre ich euch. So. Ich versuch's zumindest. Ich gebe mein Bestes. Okay. Erstmal den Kram mischen. Eieiei. So, und die lege ich jetzt gerade wieder in die Kiste rein, beziehungsweise das und das hier. Es kann nämlich sein, dass ich unter Umständen noch ein Kraut brauchen werde für den Weg hier raus. Ein bisschen Muni habe ich ja noch, das geht eigentlich. Okay. Bin schon so ein bisschen aufgeregt. So ein bisschen, ne? Sieht aus, als wäre das eine zeitbasierte Bombe. Oh Gott. 5, 4. Zum Glück bleibt die Zeit stehen, während wir das hier machen. Das ist voll gut. Nicht schlecht, Nikolai. Wisst ihr eigentlich, wie viel Planung es braucht, um so ein Gebäude wirklich so hinzukriegen, also so eine Sprengung einzuleiten, dass das Gebäude komplett in sich zusammenfällt? Da muss man... Oh nein. Oh Mann, da muss man sich wirklich verdammt gut mit Statik und so weiter auskennen. Also wie zum Beispiel Gebäude gestützt werden und so weiter. Denn ansonsten kann das ganz schön in die Hose gehen. Nur mal so. Oh nein. Oh, ihr Pennergesichter. Ah! Nein, lass mich durch. Alter Schwede.
Oh, Leute, ich habe so Angst vor den Viechern. Die sehen auch so gruselig aus, ne? Die Pennerviecher. Oh nein. Einfach durch. Ich weiß nicht, ob jetzt hier noch Spinnen kommen oder sowas. Einfach laufen. Bin ich eigentlich noch... Ja, okay, Leute, ich werde hier mal nochmal pausieren. Das ist gemein jetzt eigentlich an der Stelle, ich weiß. Aber heute kommt ja noch ein Part. Nicht traurig sein. Ich würde mich sehr über Likes und Kommentare freuen. Wenn ihr mir Feedback da lasst, dann freut mich das. Und euch begrüßen zu dürfen natürlich auch, wenn es wieder heißt Resident Evil Nemesis.